auch haben. Tag 2 der ELEKBU 2023 geht es zunächst um Politik. Staatssekretär Kellner aus dem Bundeswirtschaftsministerium will die Förderung für Elektrobusse einordnen. Energiepolitisch, klimapolitisch und industriepolitisch. Ein zentraler Beitrag des Förderprogrammes war es auch, gerade die deutschen Bushersteller frühzeitig zur Beteiligung an diesem Zukunftsmarkt zu motivieren. Ich will, dass diese Hersteller auch im deutschen Markt und international reüssieren und das nicht den chinesischen Herstellern überlassen. Staatssekretär Kellner wurde in das große Forum zugeschaltet. Sich vernetzen, voneinander lernen, den Hochlauf bewältigen. Darum ging es in den Sälen und beim Austausch in den Hallen. Für den Batteriebushersteller eBusco ist die Fachmesse die zentrale Vertriebsplattform. Wir denken, dass das sicher in Deutschland am wichtigsten ist, uns hier zu sein. Deswegen, dass man fast alle Stadtwerke, alle Interessenten für Elektrobusse, alle zusammen hat. Und das ist für uns natürlich sehr effizient. Für Verkehrsunternehmen ist die Antriebswende auch mit wettbewerbsrechtlichen Fragen verbunden. Sollten die Aufgabenträger also lieber erst einmal 2 E-Busse ausschreiben oder doch besser gleich 20 Fahrzeuge? Dazu Transdev-Bus-Geschäftsführer Behrens. Naja, es ist ja immer noch so ein bisschen im Experimentierstatus in Deutschland. Andere Länder sind dort weiter. Dort stellt man mit gutem Erfolg, mit sehr gutem Erfolg, größere Flotten um. Also insofern klare Antwort, lieber 20 als 2. Neben Fragen zum Batteriebusbetrieb ging es in Berlin auch um Wasserstoff sowie erstmals um das autonome Fahren im öffentlichen Verkehr. Aber macht diese Themenerweiterung überhaupt Sinn? Dazu VDV-Geschäftsführer Schmitz. Autonomes Fahren wird nur auf batterieelektrischen Fahrzeugen erfolgen. Und es ist sozusagen der nächste Schritt, der dann von kleinen Shuttlen eben zum Bus, zur Straßenbahn hin weiterentwickelt wird. Von der Seite her passt das. Höhepunkt des Tages war für 59 Verkehrsunternehmen die Übergabe von Förderbescheiden für mehr als 1000 Elektrobusse durch Verkehrsstaatssekretär Theurer. Minister Volker Wissing war durch den Koalitionsausschuss verhindert. Aber was war der Höhepunkt für die Ausstellerinnen und Aussteller, für die Besucherinnen und Besucher? Die Vorträge als allererstes und natürlich auch die ganzen schönen Busse hier und natürlich die THG-Quotenvermarktung. Das ist ein sehr spannendes Thema, könnte sich jeder darüber informieren. Mein persönliches Highlight ist, dass wir so viele Aussteller in diesem Jahr haben. Und wie ich sehen kann, alles zufriedene Gesichter und dass sie sich wohlfühlen und dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, die Personen zu treffen und zu finden, die sie erhoffen. Grundsätzlich würde ich sagen, der persönliche Umgang untereinander, weil wir uns alle irgendwie kennen. Wir sind eine große Familie. Produktseitig würde ich sagen MCV, ja, ein ägyptischer Bushersteller, der das erste Mal hier auftritt. Das ist schon ein technologisches Highlight. Mein Highlight waren eigentlich die ganzen Vorträge zu den autonomen Projekten, die derzeit schon laufen, einfach um zu sehen, es ist keine Zukunftsmusik, sondern es ist einfach schon Realität. Und ich freue mich eigentlich auf die nächsten 2 bis 3 Jahre, wo ganz viele dieser Projekte auch endlich auf die Straße kommen. Mein Highlight ist, dass so viele Leute, so viele interessante Menschen hier sind und man viele Gespräche führen kann, sowohl zur Technik als auch zu dem, was momentan am Markt geht oder auch nicht geht. Und das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste. Also hochzufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Messlatte für die ELEKBU mit Autobus im nächsten Jahr liegt also hoch. Der neue Termin ist der 6. und 7. März 2024. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.